Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt, und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde, und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, so dass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israels, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Und Mose und Aaron handelten genauso, wie ihnen der Herr geboten hatte. Genauso handelten sie, und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie zu dem Pharao redeten. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Wenn der Pharao zu euch sagen wird, tut ein Zeichen, um euch auszuweisen, so sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn vor den Pharao hin, dann wird er zur Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genauso, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin, und er wurde zur Schlange. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen, und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jeder warf seinen Stab hin, und es wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Doch das Herz des Pharao verstockte sich, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Das war gelesen aus der deutschen Bibel, dem 2. Mose, Buch, Kapitel 7, Verse 1 bis 13. In diesem Video, im Teil 2, geht es weiter mit den Geisterbannern und dämonenbesessenen Zauberern, welche Zeichen und Wunder tun, von denen uns der Herr und Gott Jesus Christus bereits gewarnt hatte, dass es so in der Endzeit kommen würde, um die Menschen zu verführen durch Satan und seine Synagoge. Was lernen wir aus dieser Geschichte, die berichtet von Mose und Aaron, wie sie durch Gottes Auftrag, dem Heiligen Israels, dem Herrn Gott Israels und der, den er gesandt hat, Jesus Christus, gerettet wurden aus dem Schmelzofen der Armut, Schmelzofen der Sklaverei, Schmelzofen der Unterdrückung, des Exils, der Gefangenschaft in Ägypten. Sie wurden gerettet, und wenn sie nicht gerettet worden wären von Gott, dann wären sie wahrscheinlich noch bis heute in Ägypten in brutaler Sklaverei. Aber Gott hat sie gerettet. Und was lernen wir aus dieser Geschichte? Mehrere Dinge, die wir daraus lernen können. Und zwar, heutige dämonenbesessene Magier, welche Geister bannen, welche für die unmöglichen Tricks bewerkstelligen, sind nicht die einzigen, auch wenn sie es in ihrer Verblendung so meinen würden, die Zeichen und Wunder im Land tun können. Es gibt noch jemand anders, und das ist der einzig wahre Gott, der auch Zeichen und Wunder tun kann. Zum Beispiel in Vers 3 vom 2. Mose, Kapitel 7, hab ich bereits vorgelesen, wird erwähnt, zum Beispiel hier,
damit ich meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich werden lasse. Hier sehen wir zum Beispiel, wie sich die Geschichte wiederholt. Die Geschichte wiederholt sich und Gott wird wieder gegen ihn sind und gegen sein Volk, die wird er wieder vernichten müssen. Und zwar sehen wir hier so einen Magier, genannt David Blaine, und seine zwei, egal, wann anders. Er tut auf jeden Fall in dieser Szene ein Krokodil für Katy Perry, die bekannte Sängerin, aus ihrer Tasche heraus zaubern. Und die Katy Perry ist geschockt und sagt, das war nicht in meiner Geldtasche oder in meinem Beutel, oh mein Gott. Und sie ist halt total geschockt davon, dass er so ein riesengroßes Krokodil aus so einer DIN A4 Tasche rausholt. Und sie sagt, das war nicht in meiner Tasche, oh mein Gott. Manchmal machen die es auch mit Schlangen und anderen Tieren oder Insekten wie Fliegen. Manchmal sind die, so glaube ich, sind die Tricks real, aber manchmal sind sie für mich mit der Hilfe von Dämonen, wie es bereits die Bibel uns erzählt, im Buch Mose vor Jahrtausenden bereits im Land Ägypten passiert ist. Wo Mose und Aaron sozusagen auf ihre Kompetenz oder Autorität geprüft wurden. Und die einzige Chance, die Israel in der Sklaverei gehabt hat, kam nicht von ihnen selber, denn sie hatten absolut gar keine Chance gegen so eine Übermacht vom Pharao, welcher mit den Dämonen und mit Satan, mit der alten Schlange gearbeitet hat. Sie hatten gar keine andere Chance, außer versklavt zu werden. Dasselbe wiederholt sich heute, aber nicht nur in einem Maßstab, welcher das Land oder einzelne Länder betrifft, sondern weltweit wiederholt sich das Ganze, so dass die gesamte Welt versklavt wird. Und die Bibel warnt uns davor vor dem Ende. Und in diesem Ende wird auch der Herr Jesus Christus, der einzig wahre Gott, wieder einschreiten müssen, weil für die Menschheit ist es Game Over ohne ihn. Die Menschheit hat verloren, so wie halt Israel damals in ihrer Sklaverei in Ägypten ausgeliefert war. Zum Beispiel im Buch Genesis, Kapitel 15, Vers 13 und dann später nochmal in der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 6, wird von dieser Gefangenschaft bereits dem Abraham bekannt gegeben und dann später vom in der Apostelgeschichte nochmal erwähnt. Kapitel 15, Vers 13. Da steht, da sprach er zu oder von Vers 12 am besten. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abram, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen. Denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Hier kann man das nochmal nachlesen. Und in der Endzeit wird die Welt auch voller Sünden sein, weshalb sie wieder gerichtet werden muss von Jesus Christus. Was können wir noch aus der Geschichte lernen? Wie ihr hier seht,
Das hier im Vatikan ist ein spezieller Fall mit dem Obelisken. Das hat noch so eine versteckte Bedeutung. Aber wie ihr sehen könnt, Washington DC, Kapitol, die Hauptstadt Vereinigten Staaten, haben wir auch einen Obelisken. Hier sehen wir einen Obelisken in Ägypten. Hier sehen wir einen Obelisken in Vatikanstadt. Und im Buch der Offenbarung wird auch erwähnt, dass es an einem Ort in der Endzeit, einem bestimmten Ort, der im Geist auch genannt wird, Sodom und Ägypten, so sein wird wie halt zur Zeit von Sodom und Ägypten. So wird es halt im Geist genannt. Und jetzt hier wieder zu diesem Magier, welche ich glaube definitiv von Dämonen besessen sind. Ob sie es jetzt mehr oder weniger steuern können, ist für mich jetzt weniger wichtig. Auf jeden Fall bin ich überzeugt, dass böse Geister von den bösen gefallenen Engeln, welche ich bereits Teil 1 erklärt habe, zu Anfangsbeginn der Welt gefallen sind mit Satan, sich Menschentöchter ausgesucht haben, Kinder bekommen haben, diese wurden zu Riesen, zu körperlichen Riesen, haben sehr großen Hunger gehabt, weil der ihre metabolische Basisrate so groß war, sie gingen meiner Meinung nach den ihr Kalorienverbrauch nur um den Herzschlag aufrechtzuerhalten, gingen die Zehntausende Kalorien am Tag. So glaube ich, aber ich kann euch leider keine Bilder von den Riesen zeigen. Und diese sind gestorben und denen ihre Geister, weil sie halb Söhne Gottes und halb Menschen sind, tun die Erde bis jetzt durchwüten und auf ihr wandeln und Zeichen und Wunder tun durch falsche Propheten und falsche Christusse, wie zum Beispiel dieser hier, der ein Krokodil aus einer winzig kleinen Tasche herauszieht. Muss keine Hintertür, kein Platz zum Verstecken auf dem Tisch oder so gibt. Das sind einfach Dämonengeister, böse Geister laut der Bibel. Und Jesus Christus hat uns auch davor gewarnt, das habe ich bereits im Teil 1 vorgelesen, dass diese kommen würden. Und das Ganze ist bereits schon in Ägypten passiert mit denen, die Zauberer des Pharao zum Beispiel in Pharao getäuscht haben und dieselben Wunder getan haben wie Aaron und Mose, indem sie halt ihre Kompetenz zeigten. Und das Interessante ist, die Menschen sind heute halt, ich will nicht sagen, ja, erbärmlich sind sie schon. Zum Beispiel hier im Katholizismus, wenn die sich so kompetent zeigen, dann benutzt Gott solche schwachen und dummen Menschen wie mich, um halt seine Kompetenz den Menschen verständlich zu machen. Halt, er benutzt unkompetente Menschen wie mich und Jesus Christus ist meine Kompetenz. Und das ist der einzige Weg, kompetent zu sein, durch den einzig wahren Gott, wie zum Beispiel Mose und Aaron es gezeigt haben. Sie hatten gar keine Chance gegen Pharao und gegen seine Zauberer ohne Gott. Und das Interessante ist jetzt, was können wir lernen aus der Geschichte? Hat Pharao es gecheckt, als dem Mose und Aaron seine Schlange, welche sich vom Stab in eine Schlange verwandelt hat und die Schlangen der Zauberer aufgefressen hat, hat er es in dem Moment gepeilt, was abgeht, wie es. Und das Interessante war, es war nicht einmal ein schriftliches Wort, es war vor seiner Nase passiert. Und da sieht man mal, dass wieder dieses Wort von Jesus Christus, dass Jesus Christus gekommen ist, damit behaupten zu sehen, blind werden und damit die Blinden anfangen zu sehen. Genau dasselbe ist praktisch im Pharao sein Erbsenhirn passiert, dass er halt gesehen hat und doch nicht gesehen hat. Und Mose und Aaron haben nicht gesehen, was die Zauberkünstler so alles tun und haben aber erst richtig gesehen, dass Gott sie auffressen und vernichten wird. Und er hat Ägypten, wenn wir die Bibel lesen, gerichtet und seine Wunder und Zeichen zahlreich werden lassen.
denn sonst wäre Israel bis heute noch in Ägypten versklavt. In welchem Vers war es? Ich suche die Stelle, wo steht, es ist eine krasse Dokumentation, der Bericht von Mose und Aaron in Ägypten. Aus dem Grund, weil Gott dem Abraham und Isaak und Jakob, welcher dann Israel genannt wurde, von dem die Israeliten abstammen physisch, seinen Samen so zahlreich zu machen wie die Sterne am Himmel, ne? Und so wie der Sand, wenn ich mich richtig erinnere, wie die Sandkörner. Und das Ganze wäre gar nicht passiert, wenn Israel immer noch in der Gefangenschaft in Ägypten gewesen wäre und Gott Ägypten nicht gerichtet hätte und den Pharao und seine Leute nicht umgebracht hätte. Weil dann wären sie nicht so zahlreich geworden, wie sie heute sind und gewesen war. Die wären von den Ägyptern, so können wir es in der Dokumentation der Bibel nachlesen, das ist ein krasser Bericht. Dort hat er angefangen, wer auch immer der Pharao zur damaligen Zeit war, welcher den Herrn und Josef nicht kannte. Und Josef war ja der Weise unter den 12 Kindern von Israel, von Jakob. Und danach ist ein Pharao aufgekommen, der kannte sie nicht und der knechtete sie und der hat angefangen, ihre Kinder umzubringen. Sobald sie geboren worden sind, wurden sie zum Saufen in den Fluss geschmissen und Mose wurde durch so ein selbstgemachtes Boot gerettet und der ist dann dem Nil ausgesetzt worden in diesem Boot, in so einem Babyschiff und der wurde dann von der Tochter vom Pharao, wenn ich mich richtig erinnere, gerettet und in die Familie mit aufgenommen als Adoptivsohn und dort ist Mose dann aufgewachsen, bis er dann einmal gesehen hat, dass ein Ägypter, ein Sklaventreiber, sein Volk, welcher zu dem Zeitpunkt bereits realisiert hatte, sein eigenes Fleisch und Blut ist, von dem er herstammt, von Israel, diese Unterdrückung des Sklaventreibers der Ägypten hat er nicht einfach so zuschauen können und hat den Ägypter erschlagen, wahrscheinlich, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem Stein und das war so ein Mishap, so ein in der Hitze des Gefechts ist ihm das passiert. Es hätte natürlich auch die minimalste Kraft gereicht, einfach den Hebräer, den Israeliten einfach so zu befreien, aber halt in der Hitze des Gefechts ist es so passiert. Er musste danach aus dem Land Ägypten fliehen, weil sich das Wort schnell rumgesprochen hat. Und der einzig wahre Gott, der Heilige Israels, ist ihm dann halt in einem brennenden Dornbusch außerhalb Ägyptens, ich glaube vor dem Berg Sinai, oder auch Horeb genannt, erschienen, hat zu ihm gesprochen, dass der Boden, auf dem er steht, heiliger Grund und heiliger Boden ist und dass er seine Sandalen ausziehen soll. Und so langsam hat Gott dann in ihm gewirkt, dass er dann halt zum Retter, zum Auserkorenen Retter für die Israeliten der Gefangenschaft wurde. Und er, seine Kompetenz war der Herr, der einzig wahre Gott. Und Israel selbst, die vielen Leute dort, die hatten keine andere Chance herauszukommen. Und genauso wird es auch in der Endzeit wieder sein. Satan und die Dämonen haben so eine Übermacht in der Regierung und in der Freimaurerei und den Geheimgesellschaften, welche die Regierungen alles steuern, dass die Menschheit Game Over ist. Einfach komplett erbärmlich verloren, Game Over. Und genauso wird es wieder am Ende sein, dass Jesus Christus einschreiten muss. Und dann wird es richtig interessant werden. Also, was lernen wir aus der Geschichte? Hatte der Pharao gepeilt, was vor seinen Augen abging? Hat es nicht gepeilt. Und im Vers, ich finde es einfach zu krass, diese Geschichte, diese Doku, was ablief. In Vers 8
von Kapitel 7. Das haben wir bereits gelesen. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Wenn der Pharao zu euch sagen wird, tut ein Zeichen, um euch auszuweisen, so sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn vor den Pharao hin, dann wird er zur Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao, so wie der Typ hier, und handelten genauso, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin, und er wurde zur Schlange. Das bedeutet, der Gott, welcher Aaron und Mose, oder Mose und Aaron zuerst, veranlasste, die Israeliten zu befreien, der hat dieselben Wunder und Zeichen drauf wie die Dämonen. Das ist ja auch kein Wunder, denn er hat die Söhne Gottes, die Engel, erschaffen. Manche von denen sind mit Satan abgefallen, diese haben Kinder gezeugt, weil sie menschliche Körper bekommen hatten auf der Erde, als sie vom Himmel gefallen worden sind. Und irgendwie haben die Kinder erzeugt, irgendwie haben sie einen menschlichen Körper bekommen. Und ob jetzt Diskussionen dazwischen und noch Geschichten abgelaufen sind, wie sie diesen Körper gefunden haben, ist nebensächlich, weil im Endeffekt haben sie diesen Körper gehabt, Kinder gezeugt, diese wurden Riesen. Und diese sind gestorben, und ihre bösen Geister wandeln auf der Erde bis heute und tun Zeichen und Wunder in bösen Leuten, in falschen Christussen und falschen Propheten. Und was hat man aus der Geschichte jetzt noch zu lernen? Und zwar waren dieser Pharao, von dem wir lesen können, bin ich überzeugt, so verblendet, komplett verblendet, dass er nicht gepeilt hat, dass die Schlange, welche ich überzeugt bin, sie damals verehrt haben als was haben sie die Schlange damals verehrt? Und ich bin überzeugt, sie machen es heute immer noch. Ich bin überzeugt, dass in diesen okkulten Bereichen, wie zum Beispiel Freimaurerei, die Schlange als die Schlange, die Weisheit bringt, verehrt wird. Schauen wir mal, ob das auch in Ägypten so war. Das ist einfach nur, was ich glaube. Auch zum Beispiel bei diesen Dämonenmagiern. Die Geisterbanner, welche sich schuldig machen, Magie betrieben zu haben. Das ist verboten in der Bibel. Ich glaube, dass die glauben, dass die Schlange, ich zeige es euch gleich auf dem Bild, denen Weisheit bringt. Aber in Wirklichkeit bringt sie was? Das, was die nicht peilen können? Überhaupt nicht peilen können? Ich zeig's euch mal. Seht ihr? Hier sehen wir eine Büste von einem Pharao. Ziemlich krass gut gemacht. Und auf der Stirn hat er was? Eine Schlange, die sich windet. Eine gewundene Schlange hat er auf der Stirn. Und die Stirn repräsentiert Frontallappen, wo, soweit ich nach meinem beschränkten Verständnis erklären kann, der Sitz für logisches Denken, der Bereich für das logische Denken angesiedelt ist. Und das bedeutet, die Schlange, welche sie auf der Stirn haben, tut halt die Verblendeten erleuchten. Okay? So war schon zur Zeit der Ägypter ein Glaube von denen, dass die Schlange denen Weisheit gibt. Seht ihr, wie die Schlange bei denen auf der Stirn ist? Weil die Schlange denen schon damals Weisheit gegeben hat. Und ich glaube, dasselbe wird auch noch heute geglaubt von so Menschen, die sich mit dem Okkulten beschäftigen, wie Geisterbannen oder Freimaurerei. Direkt Satan dienen und den Rest der Welt belügen. Wollt ihr die Bestätigung dafür wissen, weshalb ich das so genau glaube und so genau weiß? Ich zeige euch mal eine Bestätigung. Ich habe es euch ja bereits vorgelesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 27 war das, wenn ich mich richtig erinnere und nicht täusche. Ich glaube, es war Kapitel 1, Vers 27, wir können es ja noch nachschauen. Dass Gott halt die schwachen Leute benutzt,
Und wer die Bibel liest und auf die Freimaurerei Acht gibt, zum Beispiel auf die zwei Säulen, der weiß auch, was diese zwei Säulen bedeuten. Welche? Zuerst einmal zu Korintherbrief. 1. Korinther Kapitel 1, 27. Hier, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, um die Weisen zuschanden zu machen, zum Beispiel den verpeilten Pharao. Und das Schwache der Welt Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und der Pharao war übrigens ein Mörder, damit ihr es wisst, der hat die Kinder von den Israeliten umgebracht, um das Starke zuschanden zu machen. Haha, das Unterste der Welt hat, und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das ich vor Gott kein Fleisch rühme. Cool, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Den ihr ruft, komplett öffentlich zu Schanden zu machen. Und jetzt schauen wir mal auf den einen Dollarschein hier, auf den, auf das linke Siegel, es wird auch das große Siegel genannt. Hier, the Great Seal. The Great Seal. Hier unten haben wir ein Banner. Seht ihr den Banner mit Novus Ordo Seclorum drauf in Latein? Neue Ordnung, Zeitalter. Der Artikel kann weggelassen werden. Im Lateinischen ist nicht so wichtig. Im Russischen ist auch nicht wichtig. Und im Englischen und Deutschen, denke ich, ist der Artikel schon ein bisschen nötig, um den Satz Sinn zu geben. Novus Ordo Seclorum, neue Ordnung, Zeitalter. Aber ich hätte eigentlich schon viel früher darauf hinweisen können, aber ich habe noch darauf gewartet, bis das passende Thema kommt. Und das passende Thema ist jetzt. Vielleicht erkennt ihr schon den Zusammenhang. Hier ist nämlich ein unsichtbarer Zusammenhang. Was kannst du erraten oder weißt du vielleicht schon, was diese zwei Zungen hier bedeuten? Diese gewundenen Enden dieses Banners mit der Überschrift Novus Ordo Seclorum, dieses Bändchen hier mit den zwei Enden, welches zwei Enden hat und an den Enden diese gefranste Zunge. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet das Symbol, welches die Freimaurer haben, hier auf dem einen Dollarschein, Novus Ordo Seclorum, mit dem wir die Pyramide hier sehen, welche eigentlich hier horizontal drauf gemalt ist, aber wir sehen sie trotzdem wie aus einem Winkel. Und darunter steht unter der Pyramide hier in Gizeh, in Ägypten, gibt es auch die große Pyramide. Und es erfüllt mich mit großer Freude, die Bibel zu lesen und dann euch zu zeigen, was diese Pharaonen so glauben und ob das wirklich so ist, was die glauben. Also, was glaubt ihr, bedeutet diese Zunge, dieser Banner hier? Leider ist das kein Live-Video, das heißt, ich kann deine Antwort leider erst später lesen, wenn du sie in den Kommentaren schreibst, wenn du antworten möchtest. Das hier bedeutet für mich, dass die ihre neue Weltordnung, von der sie hier sprechen, mit gespaltener Zunge hervorbringen werden. Die Zunge hier von diesem Banner ist gespalten auf beiden Seiten. Und es macht auch fast schon wie so eine halbe Säule. Und hier schon fast wie eine halbe Säule. Dieses Banner hier. Wie als wäre es so, so ein Bogen von diesem Baphomet, der auf dem Kopf steht. Also nicht so rum, sondern so rum. Also mit gespaltener Zunge wird die neue Weltordnung hervorgebracht. Genauer gesagt, ist diese gespaltene Zunge im Hintergrund und in den Vordergrund rückt dieser Banner, wo drauf steht Novus Ordo Seclorum. Also im Hintergrund, welches eigentlich der Anfang ist, fängt es an mit einer gespaltenen Zunge, dann windet es sich, wird zum Novus Ordo Seclorum, zum neuen Ordnung der Zeitalter, und zum Ende hin, wenn wir von links nach rechts lesen, windet es sich wieder und wird wieder zu einer gespaltenen Zunge. Das heißt, der Anfang ist Lügen und das Ende ist Lügen. Und das Werk von einer Schlange, weil es so gewunden ist. Seht ihr, was ich sehen kann? Ihr erwägt die sichtbaren Dinge, ich erwäge wie Paulus die unsichtbaren Dinge. Und
Wie sagen die nochmal, die Ureinvölker in Indien? Jetzt mit der erfundenermaßen. Oh, weißer Mann spricht mit gespaltener Zunge. Ungefähr so, das bedeutet auf Indisch-Deutsch, sie lügen, weißer Mann lügt. Ja? Aber alle Menschen sind laut Gott Lügner. Die Hellhäutigen, Dunkelhäutigen und wer auch immer. Alle sind Lügner, laut Gott, und nur Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und die Welt wird durch ihn gerichtet werden. Sehr bald sogar. Und darauf freue ich mich und dafür bete ich, dass der Jesus Christus bald kommt. Wir müssen uns bereit machen. Also die neue Weltordnung wird, und das ist das Symbol der Freimaurer, der Maurer, und ich habe es euch bereits gezeigt, wenn wir das A mit dem O und dem S und mit dem N und mit dem M und wieder zum A verbinden, haben wir hier ein Pentagramm. Das habe ich euch gezeigt, und dann steht da Mason, Maurer. Das bedeutet, die Freimaurer sind selber bekennende Lügner. Das sind aber laut der Bibel alle Menschen. Aber bei denen ist es ein Unternehmen, zu lügen, durch die neue Weltordnung hervorzubringen. Und jetzt wieder zur Schlange. Genauso wie die Schlange, welche Gott dem Mose und Aaron durch seinen Stab erschaffen hat, oder durch seine Kraft in seinen Stab erschaffen hat, und welche dann die Schlange vom Pharao aufgefressen hat, die Schlangen vom Pharao und seinen Zauberkünstlern aufgefressen hat. Genauso wird Jesus Christus, wenn er wiederkommt, die Zeichen und Wunder von den modernen falschen Christussen, falschen Propheten, von zum Beispiel dem Tier und dem falschen Propheten, welches im Buch der Offenbarung des heiligen Johannes über Jesus Christus bereits beschrieben wird, eine Endzeitdiktatur aufrichten wird, den ihre Wunder, welche da sind, die Menschheit zu verführen und in den Feuersee zu stürzen, die wird Jesus Christus zu Pulver zermalmen. So wird es kommen. Und das können die nicht peilen, weil die haben nicht die Kompetenz dafür, das zu peilen. Die habe ich, die hast du, das zu peilen, und dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank dafür. So, das können wir daraus lernen, dass genau wie Israel befreit wurde durch den Heiligen Israels, wird dann halt auch am Ende in der Endzeit die Menschheit nur durch Jesus Christus, dem Heiligen Israels, befreit werden. Und ich hoffe, ich habe euch gedient, zu erwägen, dass Jesus Christus bald kommt und dass wir gerettet werden müssen, indem wir an ihn glauben und seine Gebote tun. Und wenn wir gesündigt haben, dann müssen wir umkehren zu ihm und nie wieder sündigen, denn sonst werden wir vernichtet werden wie Pharao und seine Zauberkünstler und seine Armee. Also, wenn wir jetzt mal gehen, Alpha zum Omega, hier zum S, zum E, ups, zum N, M, zum A, haben wir jetzt hier ein Pentagramm, und es verbindet die Buchstaben M, A, O, S, N wieder an den Anfang. Das Wort, das einzige, was ich gefunden habe, das Sinn ergibt, ist Mason, Mason, Mason. Das bedeutet Maurer. Und wenn ihr euch zum Beispiel die Georgia Guidestones anschaut, in den Vereinigten Staaten, wo halt die 10 Gebote Satans, was ich glaube, die 10 Gebote Satans wurden da drauf geschrieben, auf große, große, große Steine. Ihr kennt diese Maurerei schon, ich habe euch das schon mal gezeigt, ihr habt es auch wahrscheinlich schon in anderen Videos oder so davon gehört. Hier die Georgia Guidestones, das ist ein Ort in den Vereinigten Staaten, dort sind diese Steine errichtet und aufgestellt. Wo sehen wir das Ganze ein bisschen größer? Genau, 10 Gebote Satans. Vielleicht gibt es das hier auch auf Deutsch.
Die Steine gibt es nur auf Englisch, aber ich habe gedacht, ich finde irgendwie so eine deutsche Untertitelschrift. Ups. Also hier Gebot Nummer 1. Wir wissen ja, ich habe euch ja erzählt von dem Pharao in Ägypten. Ich habe es euch nicht vorgelesen aus der Geschichte, aber ich meine, Satan, sein Ziel ist es, zum Beispiel hier in Genesis 15, eine Sekunde, Moment, genau. Ihr könnt dasselbe Muster bereits beim Pharao, der vernichtet wurde von Gott, erkennen, wie es sich heute wiederholt. Und zwar noch bevor die Israeliten und Jakob, der Israel selber, entstanden waren, sagt bereits das Gott zu ihm. Und Abraham sprach weiter: Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, siehe, ein Knecht, der in meinem Hause geboren ist, soll mein Erbe sein. Also, es geht weiter, aber des Herrn Wort geschah zu ihm: Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der von dir selbst kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch, geh in den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: Also soll dein Same werden. Und Abraham glaubte dem Herrn, das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also Gott will Abrahams Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Was will der Pharao machen? Sie in Ägypten versklaven und sie so gering machen wie nur möglich, so damit er sie weiter halt kontrollieren und ausbeuten kann, so dass sie niemals seine Stellung herausfordern könnten, so dass sie immer die Untertanen bleiben, immer die Untertanen, immer die Sklaven, immer die deren Kinder in den Nil geschmissen werden. Und wäre Mose und Aaron nicht vom Heiligen Israels gesandt worden und durch ihn Zeichen und Wunder gewirkt worden wären im Lande Ägypten, dann wären sie bis heute noch in Ägypten versklavt oder vielleicht ganz ausgelöscht. Und dann wäre die Prophetie nie in Erfüllung gegangen, aber sie ist. So, und in der Endzeit erwarten wir auch wieder, dass der Heilige Israels und der, den er gesandt hat, Jesus Christus, die einzige Hoffnung, der einzige Weg aus Satans Königreich, sein Königreich zu machen, Jesus Christus sein Königreich aufzustellen durch Zeichen und Wunder. Welche, und das ist jetzt ganz wichtig, das haben wir nämlich gelernt aus der Geschichte von Mose und Aaron und dem Pharao und den ihren Zaubernkünstlern, diese Zeichen und Wunder von Gott, welche die minderwertigeren Zeichen und Wunder von falschen Christussen, falschen Propheten, welche wir Magier nennen in der heutigen Zeit, wie die Schlange von Aaron und Mose die Schlangen der Zauberkünstler aufgefressen haben, genauso erwarten wir, dass Jesus Christus seine Wunder und Zeichen, die Wunder von der Bestie, die noch kommt, und seinem Reich und dem falschen Propheten von ihm, beide sind sozusagen Best Friends, auffressen wird. Gott seine Wunder, Jesus Christus seine Wunder. Das ist jetzt so hinsichtlich beschrieben von mir in Betracht der Geschichte vom Pharao. Genauer gesagt wird Jesus Christus, seine Wunder werden natürlich diese Wunder von diesen Magiern komplett auffressen und in den Schatten stellen, wie als wäre es gar nichts. Aber genauer gesagt wird Jesus Christus nicht auffressen, so wie die Schlange, welche
Gott dem Mose und Aaron geschenkt hat vor dem Pharao, damit sie die anderen bösen Schlangen auffrisst. Nein, nein, es wird ein bisschen anders kommen. Und zwar lesen wir nochmal die Warnungen vom Herrn Jesus Christus. Drei Verse möchte ich euch aus der Bibel zum Schluss zeigen. Den einen habe ich schon vorgelesen. Matthäus 24, ups, springt. Ich habe mit meinem PC viele, viele Probleme gehabt. Ich musste so hier so vieles lösen, ohne finanzielle Unterstützung. Musste ich hier echt so vieles lösen. Und außerdem, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die Pharaonen haben mir geglaubt, so bin ich überzeugt. Das kann man nirgends irgendwie von denen lesen oder so. Dass, weil die die Schlange auf der Stirn gehabt haben, dass die Schlange sie weise macht oder die Schlange die Weisheit bringt. Komplette Verblendung. Die Leute sind, die haben nicht die Kompetenz. Genauso wird, glaube ich, auch hier heute wieder geglaubt, in der heutigen Zeit, dass wegen dieser gespaltenen Zunge hier, weil sie offensichtlich, wenn ihr das jetzt hier seht, hoffentlich, dass ihr das Video, wenn ihr es am Ende geschaut habt und verlasst, in eurem Leben nach diesem Video auch sehen könnt. Hoffentlich nach diesen Erklärungen vom Herrn Jesus Christus und der Bibel könnt ihr danach sehen. Hoffentlich. So wie ich halt diese Dinge durch Jesus Christus sehe. Das ist meine Arbeit für euch, damit ihr halt die Dinge sehen könnt, die ich sehe und die wir gemeinsam sehen können in der Bibel. Und wenn ihr was sehen könnt, dann bedeutet es, dass Jesus Christus uns sehen macht und dass wir halt nicht auf das Gericht warten müssen. Der Pharao hat nicht mal gewusst, dass ein Gericht auf ihn zukommt, in welchem er gar nicht hingehen kann und gar keine Chance hatte. Also wir gehen zu Matthäus. Oh, ich bin die ganze Zeit im Alten Testament. Ich muss das Neue Testament ganz unten anklicken. Von der FES 2000. Okay. Und dann haben wir es hier nochmal. Und im Hintergrund diesen Magier. Perfekt. Also, hier kann man es nochmal nachlesen. Ich lese es auch nochmal vor aus der FES 2000. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auf. Moment, ab Vers 23 besser. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. So, in diesem Video habe ich eine wunderbare Botschaft, eine frohe Nachricht für uns, die an Jesus Christus glauben und umkehren. Das bedeutet umkehren in die andere Richtung, von Satan weg zu Jesus Christus hin. Eine wunderbare Nachricht für euch. Und zwar am Ende werden wir gewinnen. Die Israeliten waren in Gefangenschaft, komplett unterdrückt von allen Seiten, hatten keinen Ausweg, keine Chance gesehen. Und dann hat Gott Mose und Aaron geschickt zu ihrer Errettung. Er hat sie nicht vergessen, er hat sie nicht, seine Kinder nicht vergessen, sein Volk nicht vergessen, er hat Israel nicht zur Witwe und zur Waisen werden lassen, sondern er hat sie an sie erinnert. Mit dem Bund mit Abraham und sie gerettet. Und wir haben jetzt den neuen Bund durch Jesus Christus. Und jeder, der diesen Bund nicht annimmt,
wird verdammt werden und vernichtet werden von Jesus Christus. Und dann heißt es Hades für 1000 Jahre Minimum. Und danach findet das große weiße Throngericht des Herrn Jesus Christus statt. Dort wird man dann gerichtet, für schuldig befunden werden und in den Feuersee geschmissen werden. Und dann ist Ende im Gelände, Endstation Feuersee. Das ist die Verdammung. Und die frohe Botschaft ist, dass genauso wie Pharao und seine Schlangen aufgefressen wurden, besiegt wurden, genauso wird Jesus Christus halt handeln. Und diese Versstelle möchte ich euch zeigen. Hier haben wir gerade gelesen, Matthäus 24,24, dass Jesus Christus uns warnt vor den falschen Christussen und falschen Propheten, welche große Zeichen und Wunder tun. Der Typ hat gerade ein großes Krokodil aus einer kleinen Tasche herausgebracht. Aus einer kleinen Tasche. So einer kleinen Tasche holt er ein riesig großes, ein größeres Krokodil heraus. Schaut es euch an. Und die sagt, ach, das war nicht in meiner Tasche drin. Oh mein Gott. Und die ist total geschockt. Die Katy Perry. Das hier ist Katy Perry. Okay, ich habe es euch gezeigt. Dass sie total geschockt war von diesem großen Zeichen und Wunder, von diesem modernen Zauberkünstler wie zur Zeit der Pharao in Ägypten. Dieselben Dämonen wirken bis heute, weil denen ihre Geister durch die Jahrhunderte bis heute auf der Erde wüten. Und es gibt eine Organisation, welche für Satan arbeitet. Ich glaube, es ist die Freimaurerei. Und wir gehen jetzt zu einem Vers und verbinden das Ganze mit dem großen Siegel. Und zwar auch noch mit Ägypten verbinden wir das. Hier sehen wir eine Pyramide. Okay. Und warum benutzen die Freimaurer das? Weil sie glauben, dass die... Das glaube ich, dass sie glauben. So muss ich es sagen. Ich glaube, dass sie glauben. Zum einen. Und dann noch zum anderen. Aber das andere will ich jetzt nicht so viel erwähnen. Sie nennen sich ja Mason Maurer. Und Pyramide ist auch irgendwie ein Symbol seit alters her für Könige. Nun, jetzt gibt es aber da einen Interessenkonflikt. Wenn die glauben, dass die Könige im Lande sind und Jesus Christus behauptet, er ist der König der Könige und der Herr der Herren, dann ist hier ein Interessenkonflikt, welcher ausgetragen wird, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Davon bin ich überzeugt. Und ich weiß auch, wer gewinnen wird. Am Ende werden wir gewinnen. Jesus Christus wird gewinnen. Und zwar können wir lesen, ich muss es kurz suchen. Ich habe Probleme mit meinem Programm gerade bekommen. Jetzt suche ich es mal. Also, was habe ich bisher gesagt? Also, so eine Pyramide. Und wir wissen ja, Pharao war der König vom Land Ägypten. Ich glaube, die Pyramiden wurden gesehen von den Hebräern. Ich kann nicht genau sagen, für wie lange, aber ich glaube, als sie in Gefangenschaft in Ägypten waren, wurden sie gesehen von ihnen. Aber ich kann nicht sagen, genau wie lang. Okay? Und diese könnten für ein Symbol für Könige stehen. Könnten. Ich sage nicht, dass sie stehen. Aber wäre es nicht toll, wenn ein König und sagen könnte, für wen die steht? Ich glaube, es gibt jemanden. Fällt euch da jemand ein? Außer Jesus Christus, wo ich jetzt erwähnt habe. Und zwar fällt mir ein Mann genannt David, der zweite König Israels, welcher auch von Jesus Christus wieder aufgegriffen wird als ja, wie soll ich sagen, als Zeit, die reif geworden ist, als er in Ägypten in Israel aufgetreten war, Entschuldigung. Also in Psalm 118. Sekunde. Vers 22. Nochmal kurz zu dieser Pyramide hier.
Das ist jetzt am Ende ein bisschen unordentlich, aber ich versuche es euch Schritt für Schritt sukzessiv zu erklären. Also hier sehen wir die Pyramide, die auch das große Siegel genannt wird. Und wie wir sehen, wird sie nach oben schmäler, weniger Steine und in der Spitze zulaufend, okay? Und sie hat keinen Schlussstein. Der Bau stoppt hier mit einer flachen Boden. Wir schauen wie auf einen Winkel, obwohl sie eigentlich ja, horizontal ausgerichtet, perfekt horizontal ausgerichtet steht. Schauen wir wie auf einen Winkel auf sie und sie ist flach. Und sie hat keinen Schlussstein. Für mich ist das hier oben kein Schlussstein. Es ist für mich ein zweidimensionales, oder wie seht ihr es, zweidimensionales Dreieck, gleichschenklich, für mich persönlich. Und wenn man sich das jetzt in echten 3D vorstellen würde, wir sehen ja den unteren Bau 3D, weil hier ist der Schatten, der in die Tiefe geht, und hier ist der Vordergrund, welcher im Licht ist. Und ich versuche euch hier aus der Dunkelheit ins Licht zu bringen. Ihr müsst aus der Dunkelheit rauskommen in Jesus Christus, ein wunderbares Licht. Und hier sehen wir das Dreieck, welches da oben schwebt über der Pyramide. Aber es ist kein Schlussstein, weil man sieht keinen Baustein in dem. Das heißt, der Schlussstein fehlt und da ist etwas anderes als Schlussstein obendrauf. Okay, die Freimaurer haben also so eine Pyramide, welche irgendeine ist und die ich nicht in der Realität wiedererkennen kann. Und als Schlussstein haben die nichts außer dieses Dreieck. Okay? Interessant. Und sie nennen sich Bauleute. Gut. Auch interessant. Gehen wir jetzt mal zum König David und was er sagt, welches dann wieder von Jesus Christus aufgegriffen wird, sozusagen als Bestätigung und als Eintreffen der Zeit, zu seiner Zeit, welche eingetroffen ist. Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist ein Wunder in unseren Augen. Interessant. Was sagt Jesus darüber? Also wohlgemerkt, noch ein Fakt dazu. Zuerst einmal der erste Fakt. Maurer, Masons, benutzen dieses Symbol für sich selbst. Und es ist eine Pyramide, die haben die entworfen, nehme ich an, welche kein Schlussstein hat. Stattdessen ist als Schlussstein dieses Dreieck da oben. Okay? Also der Schlussstein fehlt. Dann haben wir von König David gelesen, dass Bauleute einen Stein verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Dieses ist vom Herrn geschehen und das ist wunderbar in unseren Augen. Und ein persönlicher Fakt über mich möchte ich noch kurz erwähnen, den ich vom Hörensagen von meiner Mutter als Antwort bekommen habe, dass mein erstes Wort Stein war, was ich ausgesprochen habe. Das erste Wort, das ich ausgesprochen habe, war Stein. Ist mir vollkommen unbewusst, ob das jetzt so war oder nicht, aber das hat sie mir geantwortet, dass mein erstes Wort Stein war. Und wir kommen auch gleich nochmal zu Ägypten und den Ägyptern und der Pyramide dort. Oder den Pyramiden. Okay, dieses Video wird wahrscheinlich über eine vielleicht mehrere Stunden dauern zu rendern. Ich weiß es nicht, über eine Stunde. Damit rechne ich. Ja, war das jetzt korrekt, dass ich David in Bezug auf die Pyramide mit dem Dreieck darüber, welches von den Maurern benutzt wird, auf dem 1-Dollar-Stein zu verbinden. Also die Worte von David im Psalm 118, 22 mit dieser Pyramide der Freimaurer zu verbinden. War das jetzt korrekt oder nicht? Schauen wir mal, was Jesus gesagt hat. Gehen wir dazu zu Matthäus Kapitel 21, Vers 42. Und dort wird er halt gefragt und hält ein Gespräch mit noch anderen Leuten. Vers 42, Jesus spricht zu ihnen. Habt ihr noch nie gelesen in der Schrift? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist wunderbar in unseren Augen.
Oder in der Epheser 2000 spricht Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Und noch eine weitere Stelle aus Lukas. Zuerst die Stelle aus Lukas. Das wäre, weil es in den Evangelien ist, meine ich dann jetzt aus den Evangelien rausspringen, wäre unpassend, wäre eine schlechte Reihenfolge. Zuerst einmal, was Jesus sagte, also er wiederholt es sozusagen, Bestätigung. Und wir wissen ja, dass Jesus behauptet hat, nicht dass David sein Herr ist, sondern andersrum, dass er der Herr von David ist, indem er halt David rezitiert hat und darauf hingedeutet hat, im indirekten Sinn, aus dritter Hand. Also Lukas 20,17. Er aber blickte sie an und sprach. Was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Hier nochmal im Hintergrund die Pyramide von Gizeh. Entschuldigung, dass ich einen Satz abbreche. Nochmal von Anfang. Lukas 20,17. Er aber blickte sie an und sprach. Was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Hohoho. Das bedeutet es also. Jesus hat hier was hinzugefügt. Habt ihr das verstanden? Er hat was nicht hinzugefügt, sondern erklärt. Vom Herrn ist das geschehen, dieses wunderbar in unseren Augen. In unseren Augen bedeutet das, Jesus Christus erklärt es für uns, jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Ich habe es auch noch deutlicher in einem anderen Video übersetzt. Geht ungefähr so, jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen auch immer er aber fällt, ihn wird er zu Pulver zermalmen. Das wäre eine korrektere Übersetzung. Muss ich nochmal nachsuchen. Das ist einfach zu viel, alles perfekt in ein Video zu bringen. Aber ich versuche mein Bestes für euch, ehrlich. So. Jetzt haben wir die Pyramide von Gizeh hier. Warum habe ich die hier reingebracht? Welchen Grund hat das? Nun, ich will euch zeigen, was ich sehe. Ich hoffe, dass ihr nach diesem Video auch sehen könnt. Der großen Pyramide von Gizeh fehlt der Schlussstein. Und bevor ich jetzt weitermache mit der großen Pyramide von Gizeh und erkläre, was ich glaube anhand Jesus Christus, seinen Worten und der Bibel, bevor ich diesen weiteren Schritt mache, muss ich nochmal zurückgehen und ich spare mir das dann für ein anderes Video auf. Gehe ich nochmal zurück, aber so viel möchte ich sagen. Die Freimaurerei, davon bin ich überzeugt, denen gehört dieses Siegel, haben eine Pyramide, wo der Schlussstein fehlt und sie läuft hier zur Spitze hinzu und darüber schwebt dieses Dreieck. Okay? Welches ich nicht für einen Schlussstein halte. Aber für was halte ich es dann? Nun, diese Pyramide mit ihrem Aussehen auf dem 1-Dollar-Schein deutet für mich darauf hin, dass sie eindeutig den Stein, welcher eigentlich der Schlussstein sein sollte, verworfen haben und stattdessen dieses gleichschenkliche Dreieck darüber haben, welches eine verschlüsselte Bedeutung hat, welches den eigentlichen Stein, der eigentlich an der Spitze als Schlussstein, Capstone, oberster Stein,
sein sollte, verworfen haben und auf diesen Stein bin dann ich gefallen, weil der verworfen wurde. Auf den musste ich fallen und gebrochen werden, zerschmettert werden. Und wenn dieser Stein aber zurückkommt und fällt, nicht durch Menschenhand, auf wen auch immer er aber fällt, den wird er zu Pulver zermalmen. Das ist die Erklärung von, ein Teil der Erklärung, so wie ich es mir erkläre, von Jesus Christus, als David gesagt hat, in den Psalmen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Oder es ist wunderbar in unseren Augen. Habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, dass, wie wir es gelesen haben, Mose, dass Gott große Zeichen und Wunder tat, als er die Israeliten im Land Ägypten im Schmelzofen der Armut und Sklaverei und was auch immer dort an Unterdrückung ablief, befreit hat. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Und genauso wird es halt auch wieder wunderbar in unseren Augen sein, wenn er kommen wird, um die zu Pulver zermalmen, auf die er fallen wird. Und mit der großen Pyramide von Gizeh muss ich dann in einem weiteren Teil für euch weitermachen. Ihr könnt also hier ganz deutlich sehen, dass die Freimaurerei nicht den Schluss, nicht den Eckstein als Schlussstein haben, sondern dieses Dreieck hier. Es hat eine Bedeutung. Ich kenne die Bedeutung. Ich kenne auch die Bedeutung von dem großen Siegel und noch ein paar anderen interessanten Dingen. Auf jeden Fall haben sie nicht Jesus Christus als ihren Schlussstein, sondern Satan. Und für den bauen sie den ihre neue Weltordnung. Und genauso wie Pharao nicht gepeilt hat, dass Moses seine Schlange, die Schlange von seinen Zauberkünstlern, aufgefressen hat. Was bedeutet, dass Gott seine Wunder und Zeichen, welche halt er für Israel tut, die an ihn glauben, die Wunder und Zeichen mit samt ihrer mitsamt ihrem Hintergrund, die Zauberkünstler, den ihr Reich, den ihr Ordnung und den ihr Ägypten, den ihr System der Versklavung auffressen wird, vernichten wird, so wird halt Jesus Christus genau dann halt auch am Ende handeln. So verstehe ich es, und das ist die frohe Botschaft, die ich euch geben wollte, die wir an Jesus Christus glauben, dass Jesus Christus nach der großen Trübsal zur Befreiung der Erde, zur Befreiung derer, die halt übrig geblieben sind auf der Erde, kommen wird und durch zahlreiche Wunder und Zeichen und Gerichte sein Reich errichten wird. Und wir müssen das erwägen, wir müssen es verstehen, wir müssen umkehren. Wenn nicht, dann werden wir halt gerichtet werden, wie später Pharao und seine dämonischen Zauberkünstler später gerichtet werden. Das war's, das ist die Botschaft für dieses Video. Und ihr habt es verstehen können, ihr könnt die Bibel verstehen, dass wir umkehren müssen, und Jesus Christus hat uns gewarnt vor diesen falschen Christusen, falschen Propheten. Und die nennen es übrigens großes Siegel, weil sie Freimaurer sind und überzeugt sind, dass die Bedeutung davon für die Blinden verschlossen ist, genauso wie ein Siegel verschlossen ist. Aber eigentlich deutet es auf ihre Zermalmung hin durch Jesus Christus, denn der Schlussstein ist Jesus Christus, der wurde hier verworfen und ersetzt durch ein Dreieck. Und wenn dieser Schlussstein zurückkommt, nicht von Menschenhand, vom Himmel, wie wir es von Daniel, dem Propheten, wissen, dann wird die Statue, welche Nebukadnezar gesehen hat, welche Daniel, der Prophet, korrekt interpretieren konnte, nur durch halt dieses, was ihm gezeigt wurde, dieses Wunder,
von Gott. Diese konnte nur durch Gott richtig interpretiert werden. Es ist ein bisschen eine lange Kettenfolge von Dingen aus der Bibel, die man verstehen muss. Aber wenn man am Ende auf Jesus Christus kommt, dann ist die Kettenfolge nicht so wichtig. Also das ist das Wichtigste, was ich euch in diesem Video zeigen wollte. Hinweise, Zeichen und Wunder von Gott, von Jesus Christus, und dass wir halt am Ende zu Jesus Christus umkehren müssen, egal wie diese Kettenfolge jetzt genau abläuft, ob sie halt in unserem Leben wie bei mir durch viel Schmerzen und Zerschmetterung abläuft oder ob sie halt bei euch durch viel Erkenntnis und viel Erwägung von den unsichtbaren Dingen abläuft. Die Kettenfolge ist eigentlich egal, Hauptsache wir kommen zu Jesus Christus hin. Das ist die Botschaft, die frohe Botschaft, dass Jesus Christus bald wiederkommt, mit großen Zeichen und Wundern, wie im Lande halt Ägypten, der Pharaonen, welche Israel versklavt haben und am Ende verloren haben. Genauso werden halt die, die an Jesus Christus glauben, am Ende gewinnen. Und die große Trübsal ist nichts weiter als eine große Versklavung Satans der ganzen Welt. Seht ihr, hier sehen wir, wie Satan praktisch ganz oben ist und eine Neuordnung, Zeitalter, wird ihm gewährt werden, genauso wie dem Pharao in Ägypten die Versklavung der Israeliten gewährt wurde. Weil so mussten sie halt ganz auf Gott vertrauen und ganz darauf hören, was Mose und Aaron ihnen gesagt hatte, damit sie halt frei werden, weil zu Mose und Aaron hatte Gott damals gesprochen. Er hat sie kompetent gemacht, und ich hoffe, ich konnte euch durch Jesus Christus seine Kompetenz, die er mir gibt, erklären, wie die Welt in der Endzeit abläuft. Jesus Christus hat uns davor gewarnt, und durch ihn haben wir die Hoffnung, und er kommt bald. Pharao, wenn ich mich richtig erinnere, bedeutet übrigens, so ein kleines Schmankerl zuletzt, der die Toten steuert, besteuert. Der die Toten besteuert, bedeutet Pharao, wenn ich mich richtig erinnere. Sehr interessant, oder? Der die Toten besteuert, weil in der Bibel steht ja, ich glaube, ein Vers habe ich euch nicht gezeigt, den dritten Vers. Jetzt habe ich einen weiteren Vers in den Kopf bekommen, der die Toten besteuert. Oh Mann, jetzt muss ich das richtig suchen. Nochmal zur Erklärung. Was habe ich gemeint, indem ich sage, der Weg ist eigentlich egal? Damit meine ich nicht, der Weg und die Wahrheit und das Leben ist egal. Damit meine ich, wie wir auf den richtigen Weg kommen, ist eigentlich nebensächlich. Hauptsache, wir sind endlich auf dem richtigen Weg. Denn was ist wichtiger? Den oder was könnte überhaupt Wichtigeres geben als den einzigen Weg und die einzige Wahrheit und das einzige Leben, welches Jesus Christus ist, zu haben? Nichts. Dann ist nämlich, wenn man das nicht hat, ist alles andere nebensächlich. Wenn man Jesus Christus nicht hat, ist alles andere nebensächlich. Das meine ich. All die anderen Wege sind egal, nur Jesus Christus ist wichtig, denn er ist der einzige Weg, damit wir nicht ins Gericht kommen und nicht verdammt und vernichtet werden im Feuerschwefelsee. Also, wo waren wir? Pharao bedeutet auf Deutsch der die Toten besteuert. Epheser 14. Also, Epheser Kapitel 5, Vers 14 steht geschrieben. Von Paulus seinen Briefen. Darum spricht er: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird Christus leuchten. Und dasselbe steht auch praktisch hier, dass wir aufmachen müssen. Es ist höchste Zeit, von den Toten aufzuwachen, und so wird Jesus Christus uns leuchten. Und Jesus Christus ist ja der die Schlange, den Satan besiegt hat und zu Schanden gemacht hat. Jetzt fehlt nur noch die Zermalmung.
Okay, jetzt die nächste tolle Stelle. Das war eigentlich der dritte Vers, den ich euch zeigen wollte. So, jetzt zum Ende des Videos habe ich euch ein bisschen gezeigt, was ich sehe, und ich hoffe, ihr verlasst das Video auch, indem ihr seht. Und in Johannes Kapitel 9, Vers 39 steht: Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Interessant, oder? Das in der Freimaurerei, welches das große Siegel auf dem 1-Dollar-Notenschein hat, hier das große Siegel. Große Siegel spottet ein bisschen die Blinden, weil praktisch kann es auch bedeuten, das große Siegel, das halt verschlossen ist vor den Blinden, und die, die sehen können, können die Bedeutung davon verstehen, zum Beispiel diese Pyramide. Aber das Lustige dabei ist, dass die Pyramide hier mit dem fehlenden Schlussstein, welcher Jesus Christus sein sollte, aber dieses Dreieck ist, das Symbol für die Zermalmung, welches Jesus Christus erwähnt hat, indem er David rezitiert hat und uns hat verstehen lassen, dieses Gericht, und zwar, dass es wunderbar ist in unseren Augen und dass es vom, dass es vom Herrn geschehen ist, und das ist wunderbar in unseren Augen. Jesus Christus hat für mich persönlich, so empfinde ich es aus dieser Bibel, zu mir gesprochen, so empfinde ich es einfach, deswegen ist es ein lebendiges Wort. Das ist für mich die Erklärung, dass ich an euch weitergebe, so damit ihr am Ende auch sehen könnt, dass es bedeutet, jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen auch immer dieser Stein fallen wird oder er fallen wird, ihn wird er zu Pulver zermalmen. Also es ist praktisch das Symbol, die Freimaurerei hat auf dem 1-Dollar-Schein praktisch das Symbol, welches darauf hindeutet, dass Jesus Christus, wenn er wiederkommt, diese Ordnung zermalmen wird. Aber vorher kommt natürlich, wie in den Zeiten von Pharao in Ägypten, die große Trübsal, die Versklavung. Das war eine Zeit der Trübsal für die Israeliten in Ägypten. Die haben keinen Ausweg gesehen, und wir müssen uns auf Jesus seine Wiederkunft vorbereiten. Also, Jesus Christus ist in die, von was spreche ich die ganze Zeit? Die ganze Zeit vom Gericht. Das ist nämlich das, was wir lernen können aus dieser Geschichte mit den Israeliten in der Gefangenschaft. Das ist eine wunderbare, krasse Dokumentation, welche ich euch in diesem Video gezeigt habe, was uns erwartet und was die anderen erwartet, welche den Schlussstein, welcher zum Eckstein geworden ist, Jesus Christus, abgelehnt haben. Tut mir leid, dass ich nicht so mit Video Angesicht zu euch sprechen kann, dem Video, weil mir geht es nicht so gut und ich bin jetzt nicht so gut vorbereitet darauf. Hauptsächlich mir geht es nicht so gut dazu, aber ich versuche es im anderen Video mit der Pyramide von Gizeh für euch zu arrangieren. Den Vers will ich nochmal von der FES 2000 vorlesen. Einfach mal mit dazu nehmen. Das war Johannes. Sollte kein großer Unterschied sein. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Wunderbar. Das ist wunderbar in unseren Augen. Findet ihr nicht auch, Leute? Es ist wunderbar in unseren Augen. Frohe Botschaft für uns in unseren Augen. Und das ist auch der Grund, weshalb all diese verschiedenen Sekten und Kulte und einfach komplett durchgeknallte Religionen und so es gibt. Weil es ist keine frohe Botschaft für die Dämonen. Es ist keine frohe Botschaft für Satan und sein Reich. Es ist keine frohe Botschaft für die. Es ist eine Botschaft des Gerichts,
nachher 1000 Jahre Hades und nachher eine Unterwelt. Es ist eine göttliche Botschaft der Spottung von Jesus Christus, seiner Feinden. Und das Einzige, was ich tun muss, ist abwarten, bis dieser Stein nicht von Menschenhand kommt. Und das Lustige dabei ist, Stein war angeblich laut meiner Mutter das erste Wort. Und jetzt warte ich auf den Stein. Also, ich kann es einfach nicht verblüffender und wunderbarer euch beschreiben, diese frohe Botschaft. Es geht einfach nicht besser. Aber ich versuche es für euch zu arrangieren, im nächsten Video noch zu erklären, was es mit der mysteriösen Pyramide von Ägypten auf sich hat. Und Leute haben mich auch gefragt, ich habe gleich gesagt, ich kann euch nichts darüber sagen, weil ich war ja nicht dort. Ich kann nur die Kompetenz, die mir der Jesus Christus gibt, nur die kann ich euch anbieten, mehr nicht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was es gibt, Jesus Christus. Und ihn zu sehen, darauf warten wir, denn er kommt bald und dann werden wir ihn sehen. Und dann ist die Show für die Dämonen und für Satan, für seine gefallenen Engel, welche die bösen gefallenen Engel sind, und für die Synagoge Satans, dann ist Game Over, dann ist die Zeit für die vorbei. Genauso wie irgendwann mal in der Vergangenheit für den Pharao die Zeit vorbei war. Es wurde praktisch vor seinen Augen ihm gesagt, schau, Gott seine Schlange hat die Schlangen von deinen Zauberkünstlern aufgefressen, weg, hab's, runtergeschluckt, die sind weg, deine Zeit ist vorbei. Game over. Israel geht in die Freiheit, um den einzig wahren Gott zu dienen, dem Heiligen Israels und der, den er gesandt hat, Jesus Christus.